Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video schauen wir uns jetzt an, wie man mit unserem Mikrocontroller und drei LEDs eine Ampelschaltung aufbauen kann. Das Ganze habe ich Ihnen wieder in einem Jupyter Notebook in GitHub zusammengestellt. Ja, da finden Sie die Aufgabe, auf die wir gleich als erstes schauen werden. Und wir werden das dann Schritt für Schritt gemeinsam lösen. Als erstes wechseln wir jetzt mal auf meinen Browser und schauen uns die Aufgabe an. Die Aufgabe ist es jetzt, eine Steuerung für eine Ampelschaltung aufzubauen. Und wie das aussehen kann, das Schaltbild dazu, habe ich Ihnen hier in dem GitHub-Repository zusammengestellt. Ja, Sie sehen, für eine Ampel brauche ich drei bunte LEDs. Ja, ich brauche hier natürlich eine rote, eine gelbe und eine grüne LED. Diese LEDs sind wie gehabt über so einen Vorwiderstand mit dem Ground, mit dem Minuspol des Mikrocontrollers verbunden. Und ich habe dann jeweils mit einem farbigen Kabel gekennzeichnet, dass die rote LED mit dem Eingang D3, die gelbe LED mit dem Eingang D2 und die grüne LED mit dem Eingang D1 verbunden. Und die Aufgabe ist es jetzt, die Ampelsteuerung zu programmieren, sodass diese Ampel geschaltet wird, wie Sie das aus dem Verkehr kennen. In Deutschland sieht das so aus, dass es zuerst rot ist, dann leuchten rot und gelb gemeinsam, dann wird es grün und wenn die Grünphase endet, leuchtet gelb und dann wird es rot. Als erstes schauen wir jetzt mal die Schaltung an, die ich aufgebaut habe. Das ist meine Schaltung. Ja, Sie sehen hier die drei LEDs, hier die rote LED, die gelbe LED, die grüne LED. Die sind jeweils mit einem Vorwiderstand verbunden mit dem Minuspol. Ich drücke das mal ein bisschen zur Seite, dann sieht man das vielleicht besser. Und ich habe jetzt die rote LED, sehen Sie hier, die ist bei mir mit diesem Eingang verbunden, das ist der D8. Gelb mit D7 und grün mit D4. Das ist etwas anders, als es das auf dem Schaltbild aussieht, das ich Ihnen gerade gezeigt habe. Ich blende dieses Schaltbild kurz nochmal ein, dass Sie das auch nochmal sehen. Ja, Sie sehen, auf dem Schaltbild waren die LEDs mit den Eingängen D3, D4, D2 und D1 verbunden. Bei mir ist es jetzt mit D8, D7, D6 verbunden. Hintergrund davon ist einfach, dass bei mir aus irgendwelchen Gründen dieser Eingang D1 nicht richtig funktioniert. Deswegen habe ich andere Eingänge gewählt. Und was müssen wir jetzt tun? Im nächsten Schritt, ja, werden wir jetzt das Programm schreiben, das diese Ampelschaltung steuert. Dafür wechsle ich jetzt mal auf unsere Programmierumgebung. Sie sehen hier die Programmierumgebung, die Sie auch schon kennen. Und in dieser Programmierumgebung werde ich jetzt das Programm schreiben, um diese Ampel zu steuern. Was ich hier schon vorbereitet habe, das sehen Sie, ist, dass ich schon die Pins definiert habe, die meinen Ein- und Ausgabepins auf dem Steckbrett entsprechen. Ja. Ich blende nochmal das Steckbrett jetzt hier auch ein. Ja, dann sehen Sie, ich habe die Pins D8, D7, D6 und die werden eben bei GPIO mit 15, 13 und 12 bezeichnet. Das Ganze können wir uns auch nochmal anschauen. Ja, ich habe hier auch vorbereitet für Sie nochmal die Übersicht über die Pinbelegung und die zugehörigen GPIO. Nummern, ja, und da könnten wir jetzt nachgucken, dass das tatsächlich korrekt ist, was ich hier eben mir herausgesucht habe, dass meine rote LED am GPIO-Port 15, gelb an 13 und grün an der 12 liegt. In dem Moment, wo die Schaltung aufgebaut ist, können wir jetzt natürlich starten, das Programm zu schreiben. Wie soll das Programm aussehen? Solange, ja, der Mikrocontroller irgendwie mit Strom verbunden ist, soll immer dasselbe passieren. Wir starten mit der Rotphase. Wie sieht die Rotphase aus? Bei der Rotphase ist die rote LED an.
Die gelbe LED ist aus und die grüne LED ist eben auch aus. Die Rotphase soll 5 Sekunden dauern. Ich benutze hier die Funktion Sleep, diesmal nicht in Millisekunden, sondern in Sekunden. Dann soll neben der roten auch noch die gelbe LED leuchten. Also schalten wir Amber on. Das Ganze lassen wir jetzt mal eine Sekunde dauern. Und dann kommt die Grünphase. In der Grünphase ist Rot aus, Gelb aus und Grün an. Ja. Unsere Grünphase soll jetzt auch 5 Sekunden dauern. Und dann kommt wieder Gelb und die Rotphase. Also in der Gelbphase sieht das so aus, dass Grün aus ist. Ups, das war falsch. Grün ist aus, Gelb ist an und Rot ist nach wie vor aus, deshalb müssen wir da nichts tun. Die Gelbphase soll auch wieder eine Sekunde dauern. Und dann soll das ganze Spiel wieder von vorne losgehen. Also schauen wir es uns nochmal an. Wir sehen hier, wir starten mit der Rotphase. Die Rotphase dauert 5 Sekunden. Dann wird zusätzlich zu Rot auch noch Gelb angezeigt. Das soll eine Sekunde dauern. Danach kommt die Grünphase. In der Grünphase ist nur die grüne LED aktiv. Die beiden anderen sind aus. Auch die dauert 5 Sekunden. Und jetzt gehen wir über Gelb zurück. Die Gelbphase dauert eine Sekunde. Und danach kann unsere Schleife wieder von vorne starten. Und damit sollten wir jetzt eigentlich eine Ampelschaltung aktiv haben. Probieren wir das Ganze aus. Wie machen wir das? Ich werde jetzt wieder dieses main.python auf den Mikrocontroller übertragen. So, das dauert jetzt kurz. Und jetzt wechsle ich die Ansicht, dass Sie den Mikrocontroller sehen. Und Sie sehen, da passiert was. Aktuell ist Gelbphase, jetzt ist Rot. Die dauert 5 Sekunden. Danach werden Rot und Gelb aktiv sein für eine Sekunde. Dann haben wir jetzt 5 Sekunden Grün. Dann geht es wieder nach Gelb und wieder nach Rot. Rotphase 5 Sekunden und das ganze Spiel geht von vorne los. Ja, das wird jetzt unendlich so weitergehen. Ja, Sie wissen das, wir haben die Datei main.python genannt, das heißt, wenn immer der Mikrocontroller startet, wird die sofort ausgeführt und unsere Ampel läuft los. Das können wir jetzt auch mal testen. Ich resette mal den Mikrocontroller und nach einer kurzen Zeit startet das mit einer roten Ampelphase, dann geht es nach Gelb, zurück nach Grün und das Ganze läuft wieder durch die Schleife. So, und somit haben wir jetzt diese kleine Aufgabe, das Aufbauen einer Schaltung, die eine Ampelsteuerung simuliert, gelöst. Ja. Gezeigt, wie die Schaltung aussieht. Die war bei mir ein bisschen unterschiedlich zu dem, was ich in der Dokumentation habe. Und dann haben wir das Programm gemeinsam geschrieben und haben gesehen, dass das eben genauso funktioniert, wie wir das erwartet hätten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Auf deinen Partys läuft nur Krach.
20 Sticker auf dem Laptop. Verdächtig.